willkommen zurück zu Fallout 76. Ich habe jetzt hier das Atrium gesichert in der letzten Folge. Alter, was ist denn hier los? Die haben mich Gott sei Dank nicht gesehen. Scheiße. Ich krieg irgendwie Angst. Welche Waffe habe ich denn jetzt ausgerüstet? Das Maschinengewehr. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So. Mal. Ich werde das mal vielleicht von oben machen. Worauf warten die? Wartet, ich gehe mal nach oben. In der Hoffnung. Scheiße. Aua, die haben mich entdeckt jetzt, verdammt. Scheiße, lass mich durch. Ey, das gibt's nicht, ne? Oh no. Ey, das ist so schwer. Ehrlich, ich fange jetzt immer von hier an. Oh, ist das heftig. Es tut mir leid, dass ich so oft sterbe. Schön, dass ich hochgelaufen bin. Ah. Aber die helfen auch nicht so wirklich mit, ne? Meine Mit-Kompagnons, wie Jen und so. Und Redcliffe. Kann ich dich irgendwie heilen? Meine Tüte ist da oben? Ja, in Ordnung. Wow. Wow. Woher wissen die, wo ich bin? Verdammte Scheiße. Aua, woher wissen die denn das? Die Spielsäcke. Ich kann nichts machen, ne? Leck mich am Arsch, geht! Scheiße, ist das schwer, ey. Wird voll gedingst. Ich
Boah, ey, Leute, lass mich am Leben. Was läuft? Oh, ey. Ey, das ist der Hammer, ey. Das ist so übel. Wisst ihr was? Ist es mit Pau-Rüstung vielleicht doch besser für mich? Warum habe ich denn jetzt zwei drin in meinen Stash? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Vielleicht sollte ich auch Mama. Ein Right Away nehmen auf jeden Fall. Genau. So, Jungs. Ja, ich versuche das ja, wie gesagt, so gut es geht zu machen, aber es ist wirklich verdammt schwer. Also für mich jedenfalls. Vor allem, ich glaube, der ist übel. Ich glaube, der ist richtig übel. Einmal. Nee, oder? Alter. Mädel. Ey, das ist. Ich glaube, mit Power-Rüstung ist es für mich besser. Ich kann auch tatsächlich auf seine Beine schießen und er stirbt einfach nicht. Also, er wird nicht verkuppelt. Gott. Und dafür kriege ich nur eine Planke? Ach, lecko mio, ey. Es tut mir leid. Es hätte definitiv bestimmt besser laufen können, aber... Ey, die sind aber auch heftig. Geht es euch gut, Jen und so? Und Radcliffe? Ach ne, wobei Radcliffe ist mir auch egal. Ja, ihm geht's aber gut. Ach so, den hatten wir schon. So, betritt den gesicherten Bereich, bla bla bla, und hol dir deine Beute zurück. What? Ich hab sie mir doch zurückgeholt. Nicht? Hä? Moment mal, meine Lieben. Ich kann doch gar nicht dahin. Wo soll ich denn meine Beute holen? Ach, ich... Wartet mal. Echt? Ach, da. Habe ich die echt nicht mitgenommen? Ach ja, stimmt, die wollte ich erst später holen, genau.
Gut. So, jetzt haben wir den Bereich, den gesicherten Bereich betreten. Und der geht von wo aus? Auf jeden Fall nicht von der Kammer. Nein. Ach, hier. Okay. Jungs, wo müssen wir hin? Ich gehe noch mal aus die Pyro-Rüstung raus. Dann sehe ich es nämlich auch. 44 Meter, ja. Muss ich. Betritt den gesicherten Bereich. Muss ich von woanders rein? Weil die stehen ja irgendwie hier. Ist hier noch irgendwas? Hey? Ich wünschte, wir hätten ein paar Kämpfer mehr. Ja. Mit mir an meiner Seite habt ihr auch keine Chance. Wartet mal, was ist hier? Hier ist ein Terminal. Gut, das war ein Satz mit X. Probieren wir es nochmal. Okay. Sicherheitstürsteuerung. Alter, wo bin ich denn jetzt? Ist doch ein Schießstand. Ich höre es hier irgendwie. Krabbeln. Ich weiß aber nicht wo. Metallkiste. Ja, sowas wie Wasser und so nehme ich natürlich mit. Kampfgewehr. Oh, ich kann hier meinen Schrott verwerten. Dann machen wir das mal eben. Achso, wartet mal. Ich werde mal gucken, was meine Waffen jetzt so sagen. Auspützer ist okay, Minigun ist okay, das ist okay. Ja, gut, ist alles erledigt. Alles gut, alles gut. So, und wie komme ich jetzt da rein, verdammt? Achso, hier lang muss ich. Warum nicht gleich so? Ach, Fanny. Was haben wir denn hier? Terminal. Erstmal reingehen. Gut, das war auch wieder nichts. Gut, dann suche ich jetzt mal schnell noch die Klammern. Und so. Ich versuche mich so ein bisschen zu beeilen. Dieses Klicker finde ich total schön. Ich hoffe, es kommt jetzt nichts. Das wäre nämlich schlecht. Nee, das war nichts.
Oh oh, ich hab Hunger oder so. Gut, ich habe jetzt 4 Versuche. Na okay. Tür öffnen. Ja, aber es hält sich noch in Grenzen, ne? Mit meinem Hunger und Durst. Plastik nehme ich mit. Also nur die leichten Sachen. Okay. Ich muss da runter. Ja, ja, ja. Gut, gut, gut. Gehen wir mal weiter. Hier komme ich nicht rein. Na gut, dann nicht. Hab ich mich jetzt erschrocken? Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Arbeiteroutfit. Ich hab's geschafft. Nee, oder? Arbeiterhut, Arbeiteroutfit, Quest begonnen, gelüftete Geheimnisse. Ich hab's noch lange nicht geschafft, definitiv nicht. Rette die gefangenen Vault-Bewohner. What? Rede mit dem Mann hinter der Glasscheibe. Ja, ja. Hi. Wisst ihr, was hier los ist? Ich wollte mich mal ganz kurz umgucken. Was? Ich bin überladen. Ich mach mal hier kurz den Weg frei. Nein. Ich wollte Schießpulver haben. Oh, ein Holoband. Reginald Stones Tagebuch, Eintrag 712. Das Gold ist sicher verstaut und korrekt erfasst. 2 Jahre nichts als Knochenarbeit mit diesen schweren Barren. Hatten eine kleine Feier. Aber dann ging's zurück an die Arbeit. Der Papierkram erledigt sich nicht von selbst. Den hält anscheinend niemand für wichtig. Niemand außer mir. Aber wenn die Regierung nach ihrem Gold sucht, will ich nicht, dass es Probleme gibt. Okay, gut. Dann reden wir mal mit dem Typen. Nicht zu fassen. Hier. Man hat uns gefunden. Slick. Es gibt doch noch Wunder. Hier unten sind Menschen. Unterschätze nie die Macht der Gier, Slick. Du bist so ein Zyniker, V.A. Sie wollen uns retten. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, stammen sie scheinbar noch aus der Zeit vor dem Krieg. Finden wir es heraus. Wollt ihr uns retten? Oder das Gold? Oder seid ihr bloß aus Zufall hier? Zufall? Wer seid ihr? Was kann hier unten... was war hier unten los? Ja, wir wollen das Gold. Gold? Was für Gold? Wir sind hier, um dich zu retten. Warum können wir nicht beides machen? Okay, stell die Frage. Wer seid ihr? Wir sind das, was vom Secret Service übrig ist. Als Teil des Finanzministeriums kümmern wir uns um die nationale Währung und um den Schutz der Anführer. Als schon fast alles verloren war, ordnete die Regierung die Verlegung aller Goldreserven nach Vault 79 an. Um ehrlich zu sein, sollten wir es vor Leuten wie euch beschützen. Was war hier unten los? Wir führten hier Routinearbeiten durch, als der Reaktor hops ging. Und dann verwandelten sich unsere Leute plötzlich in rasende Monster.
Zudem wurden durch die Kämpfe die Sicherheitssysteme und die Roboter aktiviert. Wir mussten uns einsperren. Das ist beinahe 3 Monate her. Uns ging Wasser und Nahrung aus. Gut, dass ihr aufgetaucht seid. Was war das? Gold? Was für Gold? Wir sind hier, um dich zu retten. Warum können wir nicht beides machen? Ein Opportunist. Damit kann ich leben. Heute ist euer Glückstag. Nur mit reaktivierter Energie öffnen sich die Türen und der Weg zum Gold. Dann können wir zurück in den sicheren Teil des Walls. Normalerweise würde ich jeden Goldräuber erschießen. Aber es hat genug Tote gegeben. Und ich will überleben. Bringt uns hier raus, dann könnt ihr das Gold haben. Ich kann mit der Notfallenergie die Tür zum Reaktor öffnen. Mehr nicht. Alles klar, aber ihr seid doch Leute noch von der Secret Service Truppe. Warum macht ihr das nicht alleine? Gut, die Frage, weiß ich nicht, ob ich die beantwortet bekomme. Jedenfalls werde ich die dann, nicht die dann, sondern ich werde alles andere jetzt in der nächsten Folge machen, denn die ist wieder vorbei, meine Lieben. Oh, Jen, du hast aber echt einen knackigen Arsch, oder? Jedenfalls danke ich euch fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Und bitte verzeiht mir, dass ich halt, ja, mehrmals gestorben bin, schon wieder. Gut, aber ich gebe mein Bestes, ja? Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.